Gutenberg begann schon lange vor der Messe in Frankfurt mit den Arbeiten an dem Alten und dem Neuen Testament. Mit den damaligen technischen Möglichkeiten war das ein gewagtes Unternehmen. Das gewaltige Werk umfasst 1282 Seiten, beidseitig bedruckt. Es müssen neue Gehilfen eingestellt und angelernt werden. Und eine Druckpresse genügt auch nicht mehr. Außerdem müssen tausende neue Lettern gegossen werden. Denn Verzögerungen beim Druck wegen fehlender Buchstaben dürfen nicht entstehen. Aber wie soll ein so komplizierter Arbeitsprozess mit den vielen Materialien im Voraus kalkuliert werden?